Hallo Leute, in diesem Video geht es um einen Mann, der einen gefesselten Hund am Straßenrand findet. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, abonniere jetzt unseren Kanal. Und wenn du in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, aktiviere außerdem die Benachrichtigungsglocke. Los geht's! Eines Morgens war ein Polizist aus Missouri unterwegs zur Arbeit, als er plötzlich etwas unweit der Straße entdeckte. Der Mann entschied hinzugehen und einen genaueren Blick zu riskieren. Als er sich dem gefrierenden Graben näherte, der entlang der Straße führte, machte er eine dramatische Entdeckung. Denn was er zunächst nur von Weitem erblickt hatte, stellte sich als ein Hund heraus, der komplett mit Klebeband gefesselt in der Kälte zum Sterben zurückgelassen worden war. Als der Mann den Dackel fand, schien das Überleben des Vierbeiners bereits am seidenen Faden zu hängen. Das Tier musste etwa vor 12 Stunden im kalten und harten Winter in Missouri zum Sterben ausgesetzt worden sein. Und es glich einem Zufall, dass der Mann den Vierbeiner überhaupt gefunden hatte. Zwar waren die Temperaturen an diesem Morgen relativ mild, die Nacht zuvor war jedoch sehr kalt gewesen. Der arme Jimmy, wie ihn der Polizist übergangsweise nannte, hatte die ganze Nacht in der Kälte ausgeharrt und gelitten. Nun musste schnell gehandelt werden. Er nahm das Tier auf den Arm und trug es zu seinem Auto. Dort versuchte er vorsichtig, all das Klebe- und Isolierband von dem armen Jimmy abzubekommen, mit welchem er umwickelt war. Anschließend fuhr er den Vierbeiner zum örtlichen Tierkontrolldienst. Dort mussten sie nur einen kurzen Blick auf Jimmy werfen, um zu entscheiden, ihn zum nächsten Tierkrankenhaus zu bringen. Bei einem Gesundheitscheck stellte sich glücklicherweise schnell heraus, dass es dem kleinen Jimmy den Umständen entsprechend gut ging. Die Tierärztin namens Laura sagte, dass er lediglich eine etwas hohe Körpertemperatur aufwies. Ansonsten gehe es dem Hund aber ausgesprochen gut. Er wedelte auch die ganze Zeit mit seinem Schwanz, war aktiv und aß ohne Probleme. Fotos aus dem Präsidium des Polizisten zeigten etwas später, dass Jimmy trotz allem, was er durchgemacht hatte, immer noch ein glücklicher Vierbeiner war. Für den Retter und seine Kollegen war der Fall damit jedoch noch lange nicht abgeschlossen. Stattdessen schickten sie das komplette Klebeband in ein Labor, um es auf Hinweise untersuchen zu lassen. Und tatsächlich fand sich wenig später ein Fingerabdruck. Mehr brauchten die Polizisten nicht, um ihre Investigationen in die richtige Richtung zu lenken. Als sie den Fingerabdruck mit ihrer Datenbank abglichen, führte sie dies zu einem 39-jährigen Mann, der wenig später aufgrund von Tiermisshandlungen ins Gefängnis kam. Die Beweise auf dem Klebeband waren eindeutig und mehr brauchte es nicht. Doch auch wenn der Mann schuldig an diesem Vergehen war, hatte Dackel Jimmy dem grausamen Mann gar nicht gehört. Und so machten sich die Polizisten auf die Suche nach dem rechtmäßigen Besitzer des Vierbeiners. So posteten sie Bilder des Hundes und hofften so sein Herrchen oder sein Frauchen zu finden. Wenig später meldete sich eine Frau namens Katie, welche die Fotos auf der Facebook-Seite des Tierkrankenhauses gesehen hatte. Sie schrieb, dass der Hund Flick hieß und seit 13 Jahren ihr treuer Begleiter sei. Des Weiteren schrieb sie, dass Flick niemals weglief und höchstens zu den Nachbarn herüberging, um mit ihren Hunden zu spielen. Sie vermutete, dass der Tierquäler ihren armen Vierbeiner entführt haben musste, als sie ihn eines Abends für sein kleines Geschäft nach draußen gelassen hatte. Es dauerte eine Weile und sie hatte einige missgünstige Kommentare von Menschen unter ihrem Post ertragen, die nicht glaubten, dass dieser Hund wirklich ihr gehörte. Doch Katie nahm all die Strapazen auf sich, um endlich wieder mit ihrem geliebten Flick zusammen sein zu können. Sie sendete Röntgenaufnahmen, die vor über 10 Jahren von Flick gemacht wurden, an das Tierheim. Dort wurden sie mit aktuellen Aufnahmen verglichen und so konnte letztendlich glücklicherweise festgestellt werden, dass Jimmy in Wahrheit Flick war und zu Katie gehörte. Als ein wohltätiger Mann, der durch den Besitz einer Bestattungsinstitutskette reich geworden war, von der Geschichte hörte, beschloss er, alle Arzt- und Betreuungskosten für Flick zu übernehmen. Katie war überglücklich. Sie musste sich nicht nur keine Gedanken über die enormen Kosten machen, sondern hatte vor allem ihren geliebten Vierbeiner wieder. Gott sei Dank ging es doch noch gut für Hündchen Flick aus. Um ein Haar wäre das Ganze fürchterlich schiefgelaufen. Doch dank des tierlieben Polizisten und seiner emsigen Kollegen konnte der Hund gerettet und die richtige Person dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Was hältst du von diesem Fall? Ist eine Gefängnisstrafe für den Mann gerechtfertigt gewesen? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.